Und jetzt zeigen wir Ihnen eine Geschichte, die besonders gut zur Sommerzeit passt. Es ist die Geschichte von Marlies und Peter Wagner aus Rottenburg. Sie haben sich im Ruhestand einen Kindheitstraum erfüllt. Die Eheleute kauften sich einen Oldtimer-Traktor, genauer gesagt einen Hanomag Baujahr 1952. Mit 16 PS und 23 Stundenkilometern tuckern die Wagners seitdem durch die nähere und weitere Umgebung. Die längste Reise hat sie bis an den Bodensee geführt. Ein Bildband von Marlies Wagner schildert die Eindrücke dieser Reise. Wir haben die beiden auf einer Fahrt nach Hirlingen begleitet. Eine denkmalgeschützte Scheune im Rottenburger Stadtteil Ehingen dient dem Ehepaar Wagner als Garage für ihren Hanomag. Die Aufgaben sind klar verteilt. Peter Wagner ist der Fahrer und Navigator, seine Frau Marlies ist die Fotografin. Ihr Traum war es, das Ländle näher kennenzulernen, vor allem die Alb, das Donautal und den Bodensee. Ich bin ja nicht von hier und ich kenne das Donautal eigentlich gar nicht so. Und jetzt habe ich das richtig kennengelernt und habe viel fotografiert, weil ich auch hobbyweise fotografiere, auch für Tourismus. Und dann sind wir so in Richtung Bodensee gefahren und da habe ich gesagt, also das kann es auch nicht sein, dass ich jetzt fotografiere und dann sind die Fotos im PC, wie es so üblich ist, gell? Überall erregt der Traktor Aufmerksamkeit. Auf dem Rottenburger Marktplatz lässt sich eine Touristengruppe mit dem Hanomag fotografieren. Viele Bekanntschaften haben die Wagners auf ihrer Reise an den Bodensee gemacht. Überall stießen sie mit ihrem ungewöhnlichen Gefährt auf positive Reaktionen. Die Leute winken und rufen und die Motorradfahrer machen so. Also ganz tolle Reaktion. Das macht unheimlich Spaß. Die Lastzüge ziehen an der Drucklufthupe, wenn sie uns sehen. Doch. Viel Spaß ist das. Raus aus der Stadt, rauf aufs Land. Um keine langen Autoschlangen zu verursachen, fahren die Wagners auf Wald- und Feldwegen gen Süden. Erst in Oberschwaben trauen sie sich auf die Landstraße, denn dort ist nur wenig los. Das Tanken wird zum Problem, denn der Traktor hat keine Tankanzeige. Und der Weg zur nächsten Tankstelle ist gerade im ländlichen Raum sehr weit. Auf dem flachen Land in den Dörfern gibt es keine Tankstellen mehr. Und der Porsche braucht ungefähr 15 Liter Diesel am Tag. Das heißt, man müsste also fast jeden Tag mal tanken. Und wo wir gemerkt haben, dass es so wenig Tankstelle gibt, dann haben wir halt, wenn wir eine Tankstelle gesehen haben, getankt, egal ob er halb leer war oder ganz leer. Links und rechts des Weges laden immer wieder Sehenswürdigkeiten zu einer kleinen Fotopause ein. Hier zum Beispiel die Weilerburg bei der Rottenburger Teilgemeinde Weiler. Oder das Schloss in Hirlingen, ein Renaissance-Schloss aus dem 16. Jahrhundert. 1805 fiel es an den Herzog von Württemberg. Dieser verkaufte es wenige Jahre später an die Gemeinde Hirlingen. Heute dient es als Rathaus und als Fotomotiv für Marlies Wagner. Für uns wird es Zeit, sich von den Wagners zu verabschieden, aber die beiden sind weiterhin mit dem Traktor unterwegs, vielleicht demnächst auch wieder auf RTF1.